hey, lustigen Knusperschnecken. Heute fahren wir mal wieder Fahrrad, habe ich euch ja versprochen. Also habe ich mir heute das Basic geschnappt und bin vors Loch gegangen. Es ist nämlich eisekalt. Eigentlich war der Plan, am Wochenende jetzt campen zu gehen, aber gestern hat es so ein bisschen geschneit, eben auch noch. Dann war jetzt gerade die Sonne draußen, also das Wetter ist total unbeständig. Deswegen hatten wir nicht so Bock, ja, irgendwie zu campen. Hätte ich gerne gemacht, ich hatte auch schon die Taschen am Fahrrad. Aber Wetter hat gesagt, nö, deswegen fahren wir heute nur so eine Runde. Laura ist nicht dabei, Laura hat beschlossen, heute auf der Couch rumzuhängen. Kann man auch mal machen. Ja, aber ich habe mir das Rad geschnappt und husche jetzt mal eine Runde. Da habe ich auch ein paar Veränderungen dran vorgenommen am Basic, aber das gucken wir uns gleich mal an. Denn ihr merkt, ich rede zu viel, also nicht so viel schnattern, weiter huschen. So, ein kleines Stückchen gefahren, habe ich das Fahrrad mal hier abgestellt. Jetzt zeige ich euch mal, was ich bisher so verändert habe am Fahrrad. Das erste, was mich auch ein paar Anläufe gebraucht hat, ist der Spacer hier vorne, den ich mir gedruckt habe, denn ich bin seit kurzem Besitzer eines 3D-Druckers. Damit komme ich noch nicht so richtig klar. Das hat irgendwie so 5 Anläufe gebraucht, bis der genau gepasst hat. Da sind ja so Toleranzen, je nachdem, mit was man da druckt. Also es ist alles ein bisschen schwierig, da finde ich mich noch rein, aber den finde ich schon mal ganz geil und ich finde, er passt auch ganz gut zur Form vom Basic, weil es gibt halt keine harte Kante, alles ist so ein bisschen abgeflacht und das hat mich halt so ein bisschen gestört an dem Spacer, der vorher da war. Deswegen habe ich mir den schnell gedruckt. Bei der Abdeckung für den Umwerfer vorne habe ich auch noch ein bisschen was gemacht. Da war vom Basic so eine blaue Abdeckkappe drauf, die war total schön. Aber ich dachte mir, ich drucke mir eine eigene und es gibt ja von den Jungs die 3D-Datei. Das heißt, jeder kann das zu Hause drucken und ich habe dann da so ein kleines Herz reingemacht. Das sieht so weiß aus, ist aber eigentlich glow in the dark. Das heißt, im Dunkeln leuchtet das. Da habe ich auch noch ein paar schwarze gemacht. Die bringe ich den Jungs irgendwie, ja, ich glaube, in den nächsten 1-2 Tagen vorbei. Da gucke ich mal. Dann können die nämlich die Räder auch mit schwarz ausstatten. Wir hatten vorher blau und noch ein paar andere Farben. Aber dann sind die damit auch versorgt. Die sind noch nächste Woche auf der, na, wie heißt es? Sag schnell, auf der Cycling World in Düsseldorf. Da können wir vorbeigucken. Mein Fahrrad oder das Fahrrad ist auch da mit den 3D gedruckten Teilen. Da können wir ja gerne mal vorbeigucken. Ich habe auch noch 2 andere Sachen am Fahrrad. Die gucken wir uns gleich. Und dann jetzt huschen wir erstmal eine Runde, denn mir wird ein bisschen frisch gerade. Also, los geht's. Oh, so, nochmal ein kleines Stückchen gehuscht, merke ich, dass ich dann doch vielleicht ja ein bisschen zu warm angezogen bin für die Temperaturen. Ich habe irgendwie hier so eine Regenwindjacke von Decathlon über, dann habe ich darunter so eine Fahrrad-Winter-Longsleeve-Jacke, keine Ahnung, ein Baselayer, einen langen, einen kurzen Baselayer und ein Trikot, also definitiv zu warm. Das bereue ich ein bisschen, auch die Handschuhe waren vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, ausziehen ist nicht so wirklich eine Option. Ich habe nämlich keine Tasche am Fahrrad. Vielleicht hänge ich es mir um, vielleicht schwitze ich weiter. Keine Ahnung. Ich muss auch sagen, dass ich mich so ein bisschen verfahren habe hier in Neukölln. Denn das Stückchen hier kenne ich gar nicht, obwohl ich hier seit gefühlt 10 Jahren wohne. Da ist so ein Rauf-Runter-Fahrding. Das probieren wir jetzt mal aus und ja, nicht so viel schnattern, weiter huschen. So, nach der unspektakulären Stelle da hinten bin ich wieder ein bisschen gefahren und habe das Fahrrad hier nochmal abgestellt, um euch die anderen Teile zu zeigen, die ich noch am Fahrrad verändert habe. Und zwar habe ich mir auch noch für die Ventilkappen so kleine Hände gedruckt als ja, alternatives Käppchen. Ich bin eigentlich kein Freund von Ventilkappen, drauf waren eigentlich sehr coole Alu-Kappen, die die Jungs von Basic mir drauf gemacht haben.
die Hände finde ich ein bisschen cooler. Eigentlich bin ich kein Fan von sowas, wenn Leute an ihrem Downhill-Mountainbike, weißt du, so ein Totenkopf-Ding da drauf haben. Finde ich voll drüber, aber hey, ne, jeder, wie er es schön findet, ich bin jetzt auch im Club angekommen, der Leute, die irgendwie so coole Ventilkappen haben. Finde ich ganz gut, vielleicht kann ich die noch ein bisschen kleiner und detaillierter irgendwie drucken, aber da muss ich mal schauen, denn dieser 3D-Drucker, ja, da finde ich mich gerade noch so ein bisschen rein. Das Ding ist uralt, ich bin da ja noch so ein bisschen unbeholfen, aber ich arbeite dran, dass es besser wird. Auch habe ich mir so eine Pumpe neu geholt, oder ich hatte die schon mal und ich habe die irgendwie verbummelt. Das ist so eine 16-Euro-Pumpe von Decathlon, die man aufschrauben kann auch. Die finde ich ganz cool, die ist relativ klein, die kommt mit so einem Halter für an den hier Flaschenhalter oder praktisch für direkt daneben. Ich finde das nämlich ein bisschen praktischer mittlerweile, anstatt das hier drin zu haben. Optisch kann man sich drüber streiten, ist dann natürlich ganz schön viel los am Fahrrad, finde ich persönlich aber mittlerweile praktischer. Ich habe nämlich nicht so Bock, so viel Scheiß am Fahrrad zu haben. Auch habe ich mir da hinten wieder so eine kleine Satteltasche dran gemacht. Da ist irgendwie Schlauch drin, Reifenheber und so ein Multitool. Da habe ich auch so ein Multitool von Decathlon. Da muss ich mir mal eine Alternative suchen, denn mein Topec, was ich euch vor Ewigkeiten mal gezeigt habe, was ich echt total geliebt habe, ist kaputt gegangen, dieses Ratschenteil. Ja, vielleicht muss ich mir das nochmal neu kaufen. Da ist was drin weggebrochen, dann habe ich es einmal repariert, dann ist es wieder kaputt gegangen, bei Laura auch. Ja, schade, ist nämlich ein tolles Werkzeug, aber hat auch, ja, lange gehalten. Vielleicht ersetze ich das nochmal. Und wie gesagt, ein paar Sachen möchte ich mit dem 3D-Drucker noch machen. Ich habe hier vorne für das Dreieck auch schon was gedruckt, so eine Art kleines Case, was man da reinmachen kann. Da habe ich mich ein bisschen mit den Maßen vertan, das wackelt noch, aber der Plan ist, das praktisch mit so ein bisschen Polsterung hier mit Kabelbindern reinzumachen, so dass man dann am Ende da so eine kleine Box hat. Könnte ganz praktisch sein, vielleicht so als Alternative hierzu, dass das so ein bisschen slick ist und passend zum Rahmen und der Form. Aber schauen wir mal. Ihr merkt, ich schnattere schon wieder zu viel, denn ich muss jetzt auch wieder so Richtung nach Hause, denn ich glaube, es gibt gleich Essen und ich habe Hunger und will nicht so spät kommen. Das heißt, ich höre jetzt auf zu schnattern, springe aufs Fahrrad und dann huschen wir mal wieder Richtung Neukölln Innenstadt, Richtung Neukölln Innenstadt, ins Herz von Neukölln. Also, los geht's. So gut wie zu Hause angekommen. Seht ihr es vielleicht, es hat angefangen wieder so ein bisschen zu schneien. Also habe ich genau zum richtigen Zeitpunkt den Rückweg angetreten. Das freut mich schon mal. Ja, jetzt erstmal das Snacken. Ja, das war's dann auch für heute. Der übliche Mist, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, dann lasst einen Link zu den Sachen unten in der Videobeschreibung. Das Fahrrad gibt es, wie gesagt, auf dem ich sitze, nächste Woche auf der Cycling World in Düsseldorf zu sehen und auch das Mountainbike von Basic, das ist zu dem Zeitpunkt dann nämlich auch draußen, wenn ihr das Video hier seht. Aber nicht so viel schnattern, ich habe es schon gesagt, alle Infos unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann übernächste Woche und bis dahin, fahrt vorsichtig, ihr lustigen Knuspersnecken. Ciao!